Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bauarbeiter-Simulator, wo hier bei einem Unwetter bei den Bauern sozusagen die Fenster rausgeflogen sind. Und ja, nicht nur die Fenster sind rausgeflogen, sondern auch der gesamte Putz ist weggeflogen. Und ja, alles andere, was hier irgendwann mal war, ist auch gleich alles mit weggeflogen. Nicht nur die Fenster. Und deswegen, ja, sind wir hier beauftragt worden, das einmal zu reparieren. Schön, dass du wieder dabei bist und diese Folge mit mir hier genießen möchtest. Wir sind mal gespannt, was uns hier erwartet. Du, der Zuschauer, und ich, der Garderul. Ja, und da geht sogar die Mintür. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Ja, einmal den Playway-Katalog, Asset-Katalog einmal komplett durchgespielt. Das war der große Vorteil bei Playway. Die können einfach sagen, ja, du, Assets hier, kaufen wir einfach alle ein. Mach da massenhaft Spiele raus. Easy. Easy Win-GG. So, einmal die Schräubchen reindrehen. Bin gespannt, was wir noch machen müssen. Ja, ich glaube, ich hatte in der letzten Folge angesetzt, ein bisschen zu grübeln. Wie wäre denn das eigentlich, wenn wir hier einen Karrieremodus hätten? Ne? Also wenn man im anderen, im Heimwerker-Simulator, da war es ja so, da konnte man sich sozusagen dann sein eigenes Haus dann mit dem Geld, was man verdient, sein eigenes Haus bauen, kaufen erstmal, bauen dann und immer weiter verbessern. Und so hat man dann auch so eine Art Karotte am Stick. Ne? Eine Karotte am Stick, dass man immer irgendwie so ein bisschen ja, getriggert wird. Weitermachen zu wollen und auf irgendwas hinarbeitet, was ja im Spiel immer sehr wichtig ist. Frage ist, was es hier ist. Na gut, der Missionsablauf sozusagen, dass wir immer weitere Missionen spielen. Die sind dann ja aber irgendwann endlich. Und was wir noch gar nicht uns angeschaut haben, könnt ihr ja mal schreiben, ob wir dann mal ein paar Folgen zu machen sollen, ist so dieses Design-System, ja? Jetzt Garderul und Design. Niemand macht so schöne Quadrate wie ich. Das ist, glaube ich, weltweit bekannt. Ja, also da gibt es keine schöneren Quadrate als hier bei Garderul. So. Sagt denn die Aufgabenliste? Setzt die Fensterbänke ein? Ja, also das ist alles Standardfenster einsetzen. Unten habe ich schon fertig gemacht, ne, damit ihr nicht hier so gelangweilt seid und die ganze Folge irgendwie nur das eine machen. Ah ja, Liebelein, ich kann doch die ganze Zeit nicht. Was? Oh. Wie viel sollen wir das hier zu haben, bevor dieses Unwetter, welches sich da draußen anbahnt? Guck mal da hinten, die schwarzen Wolken, die auf uns zukommen. Bevor das über uns hereinbricht, sollten wir es auf jeden Fall fertig haben. Das wäre so ein bisschen, wäre glaube ich eine ganz gute Idee. Müssen wir bei diesen Windmühlen immer dran denken. Aber meine erste Fahrt, die ich wirklich als Kind so unternommen habe, war nach Holland. Und wir waren da untergebracht in einer alten Windmühle. Also legit eine alte Windmühle. Da muss ich von außen, muss ich mit einem Gerüst daran, oder was? Ein Gerüst die Fensterbänke ranbringen. Okay. Das ist neu. So. Okay. Ja, da muss ich wirklich von außen dran, wie es aussieht. Und das heißt nur für eine Fensterbank. Puh, was für ein Aufwand, ey. Nee. Hä? Doch, geht. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da müssen wir nochmal hin.
Sehr schön. Könnte es auch mit Springen machen, ne? Aber ich glaube, da würden wir nicht glücklich werden mit. Yo. Und noch einmal. Aber es ist schön, ne? Ich mag ja diese, generell so diese Idee, dass man sich, dass man Häuser sich einrichtet und das immer wieder umbaut. Ich habe das immer gemacht, mein Jugendzimmer damals, ich weiß nicht, durch wie viele Iterationen das gelaufen ist, ich habe immer wieder umgeräumt und dann war der Fernseher auf der Seite und dann muss das Sofa wieder rüber. Dann habe ich den Schreibtisch an die Wand gestellt, dann doch lieber an die andere, weil dann schien da die Sonne rein und dann, ach ja, das war immer sehr schön. Und auch die Umzüge, die ich mit meinem Unternehmen damals hatte, dieses, okay, hier sind die Räume, was machen wir jetzt raus, was kommt wohin? Das Chefbüro natürlich in den vergläserten Raum, wo er alle Mitarbeiter ruhig sehen konnte. Ja, so, du brauchst einen Treppenbauer, um die Treppe in dein Haus einzubauen. Kaufe die Treppen im Tablet und montiere sie an den richtigen Stellen. Okay, wir bauen Treppen. Das haben wir auch nicht gemacht. Huch. So, hier. Wo war denn die Eingangstür? Ach, hier. Wie kriege ich denn das jetzt hier weg? Oh nein. Wie kriege ich das Gerüst wieder weg? Oh. Wie? Das ist aber jetzt nicht deren Ernst. Schauen wir mal, ob die Gerüste gespeichert bleiben. Ich habe da ja eine Vermutung. okay. Trotzdem muss man doch irgendwie hier dieses Gerüst wieder wegkriegen. Hier war was. Ja, das nützt mir jetzt nur nichts. Das ist sehr unfortunate. Habe ich jetzt echt mir das im wahrsten Sinne des Wortes verbaut? Aber ja, es muss doch wieder wegzuräumen sein. Optionen. Steuerung. Springen, Rennen, Tablet öffnen, Fotomodus. No Clip. Okay, damit geht's. No Clip, komm. Geht nicht. Hä? Da gibt's schon extra No-Clip-Modus und er geht nicht. Da, No-Clipping. Ja. Letzte Aktion E. Hinweis Q. Rennen, springen. Nö, nee, no clip geht nicht. Kann ich durch die Wände gehen? Auch nicht. Die Fenster vielleicht no clippen? Das ist jetzt aber blöd. Jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr. Also,
muss doch gehen. Man muss doch irgendwie dann wieder da reinkommen können. Aber vor allen Dingen, die kleinen Gerüste konnten wir auch verkaufen, ne? Das ging ja. Haben wir denn irgendwas hier zum Entfernen? Nee. Bodenschablone, Wassereimer, Arbeitsplattform, Gerüst. Weil das Komische ist, das andere Gerüst können wir ja verkaufen, ne? Also wenn wir das einmal gekauft haben, können wir das wieder verkaufen. Warte mal, wie ging denn das in Farmers Dynasty? Da konnte man mit Entfernen dann da draufklicken. Nee, mit Entfernen. Zurück. Hör mal auf. Spiel! Backspace, Entfernen. Nee. Ja, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Springen geht nicht. Rennen. Noclip geht auch nicht. Geht das vielleicht nur auf dem Gamepad? Nehmen wir das mal. So, Noclip war der hier. Nee. Was hab ich jetzt gemacht? Das ist der Fotomodus. Cool. Oh, da hätte ich für Thumbnails so schöne... Oh. Das ist ja schon irgendwie schön. Gut, dass ich das jetzt rausfinde. Ja, und jetzt stehen wir da. So. Geht doch! Da können wir doch noch die Treppe bauen. So, welches Muster nehmen wir denn da? Natürlich. Oh, perfekt. So. Das war alles? Das war scheinbar alles. Okay, und dann hieß es ja, wir müssen irgendwie sparen. Sieht jetzt aber irgendwie nicht nach Sparen aus. Dann haben wir so ein schönes Haus hier. Und jetzt bauen wir hier Trennwände rein. Naja. Ich baue ja nur zwei. Da nochmal drei. Da oben auch nochmal. Hier hin. So. Genau. Hat er. Ja, das war das mit dem Bohrer demontieren. Wer kommt denn auf sowas? Aber das wäre wahrscheinlich clever gewesen, wenn wir da die Tutorials gemacht hätten. Das ist ja auch immer dann, ne, bei Presse, dann kommt ja immer so, oh, spiel die Tutorials. Und, damit bloß nicht irgendwie falsche Eindrücke entstehen. Aber wir sind ja hier ein Kanal, wo wir das ja wissen. Dass zum einen der Mann, der hier spielt, sehr verwirrt ist zuweilen. Und zum anderen wäre das ja auch immer gemeinsam entdecken wollen. Das ist ja wirklich auch ein Feature in diesem Kanal. Keine blöde Ausrede, sag ich mal. Das sind, glaube ich, 10, die wir da brauchen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, knapp daneben. Und ihr habt euch schon gewundert, es kommt ja zu viel. Nein. So. Achso, müssen wir die nicht verschrauben? Okay. So, dann waren das welche Platten? Das waren dann die Kartonplatten, ne? Mit Rigips machen können, oder?
Die waren doch gerade noch richtig. Was ist denn jetzt schon wieder? Achso, ich habe die Stein... Garderolle, ey. Hätten wir auch damit machen können. Kauf die falschen. So, achso, jetzt schrauben wir da. Ach ja, aber dann kann man schon schön, also damals auch mal im Laden, das auch, haben wir aus einer Wohnung sozusagen den Laden abgetrennt. War auch eigentlich ganz schön. Dann so eine, Wand reinzuziehen aus Riebig, eine Riege, bis die kommen, aber später wurde die wieder rausgebaut, weil es dann wieder als Wohnung vermietet wurde. Das war schon ganz in Ordnung. So. Und jetzt kommt hier Dämmstoff rein, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Haben wir ja. Da. Eins, zwei. Und für oben nochmal drei. Sehr gut. Vor allem, wenn man das über Kopf verarbeitet, stellt mir auch ganz, ganz toll vor. So, und dann weitere Gipsplatten. 12 Stück. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann die Schräubchen ran. Huch. Was kann da schon schief gehen? So, und dann... Okay. Ja. Und ich glaube, dann mussten wir nochmal diese Zwischenwände reinziehen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Die kannst du sofort auf Garderobe Plus sehen oder in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen hier auf YouTube. Ich freue mich auf deine Kommentare, Feedback, Abos, Likes und so weiter. Das unterstützt mich nämlich mehr, als du denkst. Und wir haben heute den 11.06. Denk dran, heute ist der 11.06. Wenn du also Kommentare geschrieben hast und bist jetzt ganz enttäuscht, dass ich da noch gar nicht drauf eingegangen bin, ich nehme immer sehr viele Folgen am Stück auf, damit ich entsprechend in der Qualität und Quantität euch diese Inhalte auch anbieten kann. Und das würde nicht gehen, wenn ich das anders mache. Ja, da würde ich auch einfach irgendwie da dauernd irgendwie jeden Tag irgendwas rausrotzen und da käme nichts mehr rum. Deswegen machen wir das hier in vernünftiger Art und Weise. Und deswegen bitte ich dich zu berücksichtigen, wenn du Kommentare schreibst und siehst, ich gehe nicht drauf ein. Doch, ich lese immer alle Kommentare. Das ist ja auch das Wichtigste mit hier im Kanal, weil ohne dich und deine Kommentare, was bräuchte ich das ja nicht machen, ne? Das wäre ja blöd. Und deswegen, ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.